dann auch rund 250 Tonnen. Und wenn er dann irgendwie mechanisch abreißt, dann bricht er aus der Schiffswand wieder durch. Wir sind hier an der Küste, den Wind- und Wetterbedingungen schutzlos ausgeliefert. Mir gerade Weg von A nach B ist nicht immer der beste. Im Siemenswerk in Krefeld wird letzte Hand an einen Großauftrag gelegt. 38 Züge sollen nach Russland gehen, mit je 5 Waggons, also 190 Fahrzeuge, die speziellen russischen Anforderungen genügen müssen. Durch die niedrigen Temperaturen von minus 50 Grad Celsius, dass der in jede Ritze reinkommt. Und deshalb ist es wichtig, wenn Sie das ordentlich versiegeln. Ein gigantisches Projekt mit Tradition. Wir entwickeln und bauen hier seit 115 Jahren mit 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Züge für die gesamte Welt. Und auch dieser Zug ist hier konstruiert worden und geht jetzt halt nach Russland. Und hier sollen die Züge hin, ans Schwarze Meer, nach Sotschi, Austragungsort der 22. Olympischen Winterspiele 2014. Hunderttausende Besucher werden in den neu errichteten Sportstätten erwartet, in Sotschi selbst, aber auch zu Wettbewerben in der 50 Kilometer entfernten Bergregion. Der Transport von Zuschauern und Athleten soll über eine eigens zu diesem Anlass gebaute Zugstrecke erfolgen. Ein Pendelverkehr zwischen den beiden Austragungsorten mit hochmodernen Regionalzügen aus Deutschland. Und hier werden sie gebaut, im beschaulichen Krefeld am Niederrhein. Von der Lage her nicht unbedingt der beste Ort, um 250 Tonnen schwere Züge nach Russland zu verschicken. Denn die Achsen dieses Zuges entsprechen nicht der deutschen Norm. Auf dem deutschen Schienennetz rollen Wagen mit einer Spurweite von 1435 mm. In Russland ist der Abstand zwischen den Schienen größer, nämlich 1520 mm. Der kleine Unterschied von gerade mal 85 mm hat gewaltige Konsequenzen. Die Züge können nicht einfach auf deutschen Schienen rollen. Deshalb beginnt die 5000 Kilometer lange Fahrt nach Sotschi in Schrittgeschwindigkeit. Auf der Straße mit einem Spezialfahrzeug, das den ersten Waggon auf 13 Achsen aus dem Werk zum Schwerlasttransport bringt. Das sind ja zwei verschiedene Spuren. Das eine ist die Normalspur hier unten drin und oben ist das Russenspurmaß. So, und deswegen steht er auf Adapterfahrwerken. Und den ziehen wir jetzt bis ran und dann kann er erst über unsere Ampel, die auch die Russenspur hat, über das russische Spurmaß dann auf den Hänger aufrollen. Bei jeder Fahrt können höchstens 2 Speziallaster je einen Wagen transportieren, von denen jeder über 50 Tonnen wiegt. Ziel der ersten Etappe ist der gerade mal 5 Kilometer entfernte Krefelder Hafen. 3 Tage wird es dauern, um die 5 Waggons dorthin zu schaffen. Das wäre dann ein Zug von 38. Das Problem, der Schwertransport darf nur zu bestimmten Zeiten rollen. Ein Zug jetzt von dem hier aus dem Werk. Fahren wir 3 Nächte. Also 2 Nächte mit 2 Fahrzeugen und dann die letzte Nacht mit 1 Fahrzeug. Also von Montag zu Dienstag und dann Donnerstag haben wir die letzten Hafen, sodass die dann irgendwo Donnerstag am Hafen verladen werden. Rund 3 Wochen wird der Zug unterwegs sein bis nach Sankt Petersburg, wo er den Russen übergeben wird. Von dort geht es dann weiter nach Sotschi. In Moskau laufen seit 2 Jahren die Vorbereitungen für den Megatransport. In der russischen Hauptstadt hat die Logistiktochter der Bahn Quartier bezogen und organisiert von hier aus den gesamten Ablauf. Auf Grundlage einer Spediteursweisheit. Aller Mathematik zum Trotz. Der gerade Weg von A nach B ist nicht immer der beste Weg. Wir haben eine Route finden müssen, die
geeignet ist, 38 Züge verteilt auf 1,5 Jahre transportsicher verladen zu können. Egal in welcher Jahreszeit, egal wie der Wasserstand ist. Die Reise soll vom Krefelder Hafen per Binnenschiff nach Amsterdam führen. Und von dort über Nord- und Ostsee bis nach Sassnitz auf Rügen. Von hier geht es mit einer Eisenbahnfähre weiter ins russische Ust-Luga. Nach insgesamt 2600 Kilometern erreichen die Züge St. Petersburg. Von dort sind es noch einmal 2400 Kilometer bis Sotschi. Günter Gauls ist überzeugt, dass der Transport so 38 Mal funktionieren kann, zumindest in der Theorie. Dann kommt der Moment der Wahrheit, wo man dann sieht und prüft und gespannt ist, ob alles das, was man im Detail lange vorher geplant hat, auch wirklich so sich in die Tat umsetzen lässt. Und bei aller Planung, wenn es das erste Mal ist, ist es immer noch spannend. Die erste Nacht der Operation. Der Transport rollt durch Krefeld. Und das zumeist im Schritttempo. Zwei von insgesamt 190 Wagen müssen zum Hafen gerollt werden. Eine Fracht von außergewöhnlicher Dimension. Auch für den Fahrer des Lasters. Also insgesamt sind wir heute 37 Meter lang. Circa 120, 125 Tonnen schwer. Und irgendwo bei 5,60 Meter Höhe sind wir. Tagsüber würde die Fahrt eine vielbefahrene Route zum Hafen lahmlegen. Daher darf der Schwertransport immer erst um Mitternacht starten. Eine Sonderfahrt mit eigenen Regeln. Der Koloss braucht extrem viel Platz. Jo, sieht alles gut aus. Okay, bis durch. Rechts, links, frei und durch. Okay. An Stellen, wo es richtig eng wird, droht kostspieliger Ärger mit dem Kunden. Kratzer am Lack bei der Bahn und das wollen wir vermeiden. Immer weiter. Da der ungewöhnliche Transport nicht nur besonders breit, sondern auch extrem hoch ist, hängen die Oberleitungen der Straßenbahn im Weg. Würde ein Lastwagen mit seiner Fracht in stromführende Drähte geraten, könnten enorme Schäden entstehen. Im schlimmsten Fall säße halb Krefeld im Dunkeln. Na, ich sag mal, bei 5,10 Meter, sagen die Stadtwerke, wird es kritisch. Bei 5,30 Meter müssen sie angehoben werden. Und die heben sie uns jetzt hier auf 5,90 Meter, auf 6 Meter an. Sodass wir bei einer Höhe, die wir jetzt haben, mit 5,80 Meter problemlos da durchfahren können. Und freigeschalten werden sie halt auch. Also ist dann kein Saft mehr drauf. Für den Transport der kompletten Flotte nach Russland müssen in insgesamt 114 Nächten die Oberleitungen abgeschaltet und angehoben werden. Ein extrem aufwendiger und kostspieliger Service. Doch erst dann können die Züge ohne Gefahr über die Straßen der Stadt rollen. Ein immenser Aufwand für den spektakulären Megatransport. Und er hat heute Nacht gerade erst begonnen. Am nächsten Morgen in Moskau. Von ihrem russischen Büro aus koordinieren die Logistik-Tüftler den Transport. Projektmanager Günter Gauls trägt die Hauptverantwortung dafür, dass alle Züge heil und pünktlich in Russland ankommen und dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Eine Herausforderung an diesem Geschäft ist der Umstand, dass die Züge als solche keine Haken oder Ösen haben, an denen sie angehoben werden können, sondern wir mussten eine spezielle Unterkonstruktion schaffen und entwickeln, die dazu geeignet ist, den Zug als Basis aufzunehmen, unter seinen Rädern und an denen auch angehoben werden kann. Und das waren einige Monate Vorbereitungs- und Entwicklungszeit und dann mussten die Dinger letztendlich auch noch gebaut werden. Der vierte Tag des Transports.
Im Krefelder Hafen stehen 5 Waggons bereit, die später mal einen kompletten Zug bilden werden. Doch das Verladen ins Schiff ist ein schwieriges Unterfangen. 2 Kräne müssen zusammen die Waggons heben. Das Gewicht ist einfach zu groß. Lagebesprechung vor Ort. Mehr als 2 Jahre haben sie auf diesen Moment hingearbeitet. Gut, ich würde sagen, legen wir los. Der gesamte Transport der Züge macht nicht nur viel Arbeit, er kostet auch eine Menge Geld. Mehrere Millionen Euro werden für den Versand berechnet. Klar, dass da nichts schiefgehen darf. Die Zugmaschine hat eine eingebaute Seilwinde. Mit der ziehen wir den Wagen jetzt ganz langsam und vorsichtig dann von dem anliefernden LKW auf unseren sogenannten Terminal-Trailer rüber. In den Terminal-Trailer sind spezielle Unterkonstruktionen mit Haken und Ösen eingefügt, die direkt unter den Rädern des Waggons sitzen. Die Kräne sollen die Wagen dann komplett mit den Gleispaletten aus Stahl ins Schiff heben. Doch erst einmal muss der Waggon auf den Trailer. Mit seinen mehr als 50 Tonnen wiegt der Triebwagen in etwa so viel wie 15 ausgewachsene Elefanten. Endlich ist es soweit. Jetzt sollen die Waggons zum ersten Mal in die Luft gehen. Angehoben von 2 monsterhaften Kränen. Bei der Vorbereitung liegt die Anspannung förmlich in der Luft. Es ist schon kein Kindergeburtstag. Es ist eine hochkomplexe, sehr anfällige, sehr wertvolle Ladung. Deswegen ist es wichtig, dass die Jungs ruhig und konzentriert arbeiten, dass hier alles ohne Hass geschieht. Aber die Jungs sind Profis und von daher passt das eigentlich ganz gut. Sobald die Ladung gesichert und flugtauglich gemacht ist, schlägt die Stunde der Kranfahrer. Sie müssen ihre beiden Maschinen exakt aufeinander abstimmen. Das ist halt die Schwierigkeit. Die sind auf den Paletten fixiert, die wir dranhängen. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir die relativ gerade halten. Die letzten Handgriffe. Dann ist die Fracht bereit zum Abheben. Ein Job, der auch eine gewisse Nervenstärke verlangt. Die größte Sorge ist immer dass die Kranfahrer mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht an die ganze Sache drangehen. Weil wir haben ja nun mal die Gegebenheit hier, dass 2 Krane das Fahrzeug bewegen. Und dies muss eben gut synchronisiert und abgestimmt sein. Es geht los. Und vor allem bei 2 Kollegen schlägt das Herz nun etwas schneller. Es klappt. Alle Waggons setzen sanft und sicher im Frachtraum des Binnenschiffs auf. Und schon geht die Reise weiter. Nein, ein Kindergeburtstag war das nicht. Zur gleichen Zeit in Moskau. Hier sorgt die Nachricht aus Krefeld für Erleichterung. Projektleiter Günter Gauls ist froh, dass der Zug nun schwimmt. Auf der Straße wäre dieser Transport nahezu undenkbar. Weil wir zu groß, zu hoch, zu schwer sind, um lange Strecken zu fahren. Es gibt eine Faustregel im Transportgeschäft, wo man sagt, wenn man groß und schwer ist, so weit und so viel als möglich auf dem Wasser und so wenig als möglich auf dem Landwege. Und genau das machen wir hier. Also schippern 270 Tonnen Schwermetall gemütlich, aber ungehindert über den Rhein in die Niederlande und über einen der vielen Nebenarme in Richtung Amsterdam. Der holländische Captain kommt unterwegs ein bisschen ins Grübeln über die ungewöhnliche Ladung.
eigentlich machen wir jetzt Transport für unsere große Konkurrenz, weil wir sind natürlich Schifffahrt und das ist Bahn. Aber trotzdem geht das jetzt zusammen und machen wir die Arbeit für die Bahn. Nach 20 Stunden Schiffsfahrt, Ankunft in Amsterdam. Es ist der 6. Tag des Transports. Hier im viertgrößten Hafen Europas muss der Zug aus Krefeld ein weiteres Mal umsteigen. Die 5 Waggons werden vom Binnenschiff in ein Küstenschiff gehoben, denn nun geht es aufs Meer hinaus. Gearbeitet wird im Schutz einer riesigen wetterfesten Halle, die über ein eigenes Kransystem verfügt. Normalerweise werden hier Containerschiffe mit bis zu 7500 Tonnen be- und entladen. Gleich wird Sochis neue Regionalbahn am Haken hängen. Eine Zitterpartie für die holländischen Lademeister. Die Operation dauert rund 6 Stunden. Der komplette Zug muss aus dem Bauch des Binnenschiffs gehoben und per Kran am neuen Platz zielsicher abgelassen werden. Daniel Storm ist für den Zug verantwortlich. Der Logistikmanager lässt seinen Schützling kaum einen Moment aus den Augen. Jeder noch so kleine Kratzer gäbe Ärger mit dem Kunden. Storm hat im Planungsteam 2 Jahre lang mit daran gearbeitet, jedes Detail dieses Projekts zu bedenken. Nun müssen die Waggons fixiert werden. Denn im Vergleich zu dem, was jetzt auf sie zukommt, war die letzte Etappe noch ein harmloser Ausflug. Wichtig hierbei ist, dass wir die Wagen so im Raum positionieren, dass sie für die spätere Seereise optimal gelascht und gesichert werden können. Denn auf Nord- und Ostsee erwarten uns ganz andere Verhältnisse als auf dem Rhein, also auf dem Weg hierher. Geschafft. Endlich sind alle Waggons mit mehr als 100 Spanngurten fest verzurrt. Das stählerne Paket kann für die Überfahrt verschlossen werden. Von Amsterdam aus steuert das Schiff den Nord-Ostsee-Kanal an und wird nach etwa 1000 Kilometern Sassnitz auf Rügen erreichen. Die Reise verläuft wesentlich ruhiger als befürchtet. Sogar die sonst unberechenbare Nordsee gibt sich zahm. Der Nord-Ostsee-Kanal ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Deshalb muss ein Lotse an Bord. Die rund 100 Kilometer lange Passage wäre ohne ihn zu gefährlich. Hier setzt natürlich noch der Strom. Und aus dem Grund muss man mit einiger Geschwindigkeit hier durchfahren, damit man manierlich durch den Strom kommt, weil sonst werden sie ja dementsprechend ersetzt. Sollten sie also zu früh hier reindrehen, setzen sie den Strom entweder auf die eine Mole oder auf die andere. Der erfahrene Lotse übernimmt vorübergehend das Kommando an Bord. Er manövriert das Küstenschiff mit der kostbaren Fracht hochkonzentriert durch die engen Schleusen in Richtung Ostsee. Stellenweise bleiben bei der Durchfahrt des Schwertransports kaum 2 Meter Platz zum Kai. Behutsam muss sich der Frachter vorantasten. Rückwärts hat das Schiff die Tendenz, mit dem Bug nach Steuerbord und mit dem Heck nach Backbord zu drehen, sodass wir also nicht mehr an der Wand der Schleuse wären. Deswegen fährt man dieses Manöver äußerst vorsichtig und besonnen. Das ist dann für alle ein gutes Gefühl. In der Kanalmitte bei Kilometer 55 geht Wolfgang Biversi von Bord. Hier bei Rüsterbergen wechseln die Lotsen. Nur ein kurzer Stopp, dann geht es weiter. Rund um die Uhr sind hier Schiffe unterwegs und bei allen größeren steht ein Lotse auf der Brücke. Es dunkelt bereits, als bei Kiel-Holtenau die letzte Schleuse in Sicht kommt.
9 Stunden haben sie für den 100 Kilometer langen Kanal gebraucht. Eine Wasserstraße, die jedes Jahr von über 35.000 Schiffen genutzt wird. Nun geht es hinaus auf die Ostsee. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Am nächsten Morgen in Moskau. Die Umzugsexperten um Günter Gauls haben entschieden, dass ihre Transportschiffe auf jeder Fahrt Sassnitz auf Rügen ansteuern. Dabei müssen die Züge ja eigentlich weiter nach St. Petersburg. Könnten die Schiffe da nicht gleich durchfahren? Wenn wir weitergefahren wären, direkt bis nach Russland, hätten wir über 2 Winter hinweg die Situation gehabt, dass wir eben mit den widrigen russischen Winterbedingungen hätten arbeiten müssen. Wir hätten das Zusammenfügen der 5 Wagen zu einem Zug in Russland machen müssen, bei Eis und Schnee. So machen die Züge Halt auf Rügen, Deutschlands größter Insel. Hier ist das Klima milder als in St. Petersburg. Und alle ausstehenden Arbeiten können weitaus einfacher durchgeführt werden. Es ist der 9. Tag des Transports. In der Nacht ist das Schiff mit den 5 Waggons eingetroffen. Und schon geht's wieder Schlag auf Schlag. Was wir heute Morgen gemacht haben, zum einen die Ladung überprüft, hat sie die Seereise gut überstanden, hat die Ladungssicherung gehalten. Dann haben wir die Ladungssicherung entfernt und bereiten im Prinzip jetzt alles vor, um in den, ich sag mal, nächsten 10 bis 15 Minuten mit der Entladung des Schiffes zu beginnen. Erneut werden die Wagen für eine Hängepartie am Kran präpariert, aber diesmal unter riskanten Vorzeichen. Im Hafen von Sassnitz ist es ungemütlicher als in Krefeld oder Amsterdam. Wir haben hier natürlich eine andere Voraussetzung. Wir sind hier an der Küste, den Wind- und Wetterbedingungen schutzlos ausgeliefert. Deswegen ist es hier erforderlich oder ist hier die Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten, dass die Wetterbedingungen mitspielen. Sollte der Wind zunehmen, dann muss man halt einfach die Entladung stoppen, abbrechen und auf einen günstigeren Zeitpunkt verschieben. 2 Kräne heben die Waggons aus dem Frachtschiff, solange der Wind es zulässt. Eine Zitterpartie für alle Beteiligten, ganz besonders für die Männer im Kran. Die Entladung ist der kritischste Punkt der Reise. Jede überraschende Böe birgt ein hohes Risiko. Sollten die 50 Tonnen schweren Kolosse gegeneinander prallen, drohen Schäden, die das gesamte Unternehmen gefährden. Ja, Wind kann verursachen, dass wir erstmal außer Kontrolle geraten mit dem ganzen Waggon. Oder wenn wir nachher an den anderen Waggon ranfahren, dass wir dann leicht kollidieren. Der Hafen von Sassnitz bietet noch einen weiteren großen Vorteil. Zu DDR-Zeiten kamen auf Rügen die Transporte der Roten Armee an. Daher liegen hier Schienen mit russischer Spurbreite. Chefplaner Gauls hat sie während der Planung des Projektes wiederentdeckt. So können die einzelnen Waggons schon hier zu kompletten Zügen zusammengesetzt werden. Die beiden Kräne haben sich für das Entladen inzwischen gut eingespielt. Aber das Landemanöver erfordert ein Höchstmaß an Teamwork. Und was die Kommunikation zwischen Kranfahrer und hier unten, er sieht das nicht. Er muss das alles per Kommando machen. Muss funktionieren. Das Entladen dauert etliche Stunden. Die Waggons anzuheben ist einer der sensibelsten Momente des Transports. Momente, die auch von Günter Gauls in Moskau aufmerksam verfolgt werden. Monatelang hat er sich mit allen Details beschäftigt. Wir nehmen bewusst nur keine Stahlseile, keine Ketten, sondern nur Nylonslings. Damit, wenn dann anschließend die Slings wieder abgenommen werden, dort nicht durch Zufall was an die Wagenkästen schlagen kann. Doch trotz detaillierter Planung gibt es eine Überraschung.
Eigentlich sollte in Kürze die Fähre für den Weitertransport im Hafen von Sassnitz anlegen. Doch ihr Ankerplatz bleibt leer. Das Schiff verspätet sich und noch weiß niemand, wie lange. Je nachdem, wie sehr sich die Lieferung verzögert, müssen die Spediteure mit hohen Strafzahlungen rechnen. In Moskau wird Günter Gauls nervös. Also ich habe in Erinnerung 17 Uhr Moskauer Zeit. Der Chefplaner ist in Sorge, dass sein gesamter Zeitplan kippt. Schließlich findet er die Ursache der Verspätung heraus. Ja, das Fährschiff, die Petersburg, muss jedes Jahr einmal ins Trockendock, um gewartet zu werden, um sicher die restliche Zeit des Jahres verkehren zu können. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Ersatzteil fehlt. Wir haben Feiertage in Deutschland. Wir haben die Situation, dass die Ersatzteile nicht rechtzeitig rangebracht werden können. Und entsprechend kommen wir 2-3 Tage später mit dem Schiff nach Sassnitz. Die Ingenieure nutzen die Wartezeit. Es gibt schließlich genug zu tun. Weil wir hier die Möglichkeit haben, oder auch der Firma Siemens die Möglichkeit geben, die Einzelwagen hier in Sassnitz noch auf deutscher Seite zu einem ganzen Zug zusammenzustellen, ohne dass wir besonderen Zollformalitäten oder Ähnlichem unterliegen und der Zug hier im Prinzip sauber zusammengestellt werden kann und dann als ganze Einheit versandfertigt Deutschland verlassen kann und als ganze Einheit in Russland ankommt und wir in Russland überhaupt keine Hand mehr an die Einzelwagen selber anlegen müssen. Während die Fähre nach Ust-Luga noch auf sich warten lässt, beginnen im Sassnitzer Hafengelände die Vorbereitungen für das fünfteilige Puzzle. Bald wächst zusammen, was zusammengehört. Aus den einzelnen Wagen wird zum ersten Mal ein vollständiger Regionalzug. Eine Diesellok zieht den Zug für Sotschi an den Ort des Zusammenbaus. Noch kann sich die Bahn nicht aus eigener Kraft fortbewegen. Ja, das ist keine Oberleitung hier. Und der ist auch so nicht in dem Zustand, dass der an Oberleitung könnte. Da müssen erst diverse Prüfungen noch gemacht werden. Das Ding darf ja auch nicht abfackeln, wenn du da in Hochspannung rangehst. Das Ziel der Waggons, eine Montagehalle. Hier werden alle Einzelteile zusammengebaut. Die komplette Halle wurde eigens für den Transport der 38 Züge angemietet. Auf diese Weise können die Waggons unabhängig vom Wetter zusammengesetzt werden. Nachdem die Lok den letzten Kandidaten angeliefert hat, gehen die Arbeiten los. Nach 11 Tagen Transport werden nun endlich die Wagen und ihre gesamte Technik miteinander verbunden. Zunächst bereiten die Monteure das Andockmanöver vor. Mit größter Vorsicht fügen sie die Kupplungsenden zusammen. Die Verbindungsstücke müssen millimetergenau passen. Ursprünglich war geplant, diese Arbeiten erst in Russland durchzuführen. Die Entdeckung des Sassnitzer Hafens jedoch erwies sich als wahrer Glücksfall. So können die Züge nicht nur betriebsfertig geliefert werden, dem Hersteller bleibt außerdem der teure Auslandseinsatz seiner Spezialisten erspart. Schließlich ist der Zug bereit für seine erste Fahrt. Doch noch kann und darf der Zugverbund nicht selbsttätig rollen. Noch einmal muss die hauseigene Rangierlok anrücken. Auf dem Weg zur Fähre bietet sich nun die erste Gelegenheit, alle technischen Systeme zu überprüfen. Funktioniert das Zusammenspiel sämtlicher Komponenten wirklich fehlerfrei? Das größte Augenmerk bei dieser Testfahrt liegt auf den Bremsen. Sollten die ausfallen, käme es schon beim Einfahren in die Eisenbahnfähre zur Katastrophe. Wenn wir die überhaupt geprüft haben, dann haben wir damit sichergestellt, dass, wenn der Fall eintritt, dass der Wagen gebremst wird. Wenn wir das jetzt ganz außer Acht lassen würden und wir ziehen den so in dem Verband, wie der ist, runter, das sind ja dann auch rund 250 Tonnen und die Lok zieht den dann und Richtung Fähre gibt es ein Gefälle. Und wenn er dann irgendwie mechanisch abreißt,
ne, und dann absolut nicht gebremst ist und einmal Show aufgenommen hat, dann bricht er aus der Schiffswand wieder durch. Das erste Bremsmanöver, noch in gemächlicher Fahrt. Gespannt verfolgen die Techniker, wie der Zug reagiert. Das hört sich gut an. Passt rein. Das war's gewesen. Erstmals fährt der komplette Zug nun auf Schienen mit russischem Spurmaß. Hier rollten einst die Versorgungsbahnen, mit denen die Sowjets ihre Truppen in der DDR belieferten. Die Eisenbahnfähre ist endlich eingetroffen im Sassnitzer Hafen. Ihre Verspätung bleibt noch im zeitlichen Rahmen und den Spediteuren damit eine Strafzahlung erspart. Der komplette Zug kann direkt in den Bauch des Schiffes fahren, denn auch hier liegen russische Schienen. Wird jetzt praktisch verzurrt, so ähnlich wie auch auf dem Schwerlasttransporter, nur mal eine Ecke härter nochmal. Fast einen Tag lang dauert es, die 126 Zugmeter am Boden der Fähre zu fixieren. Die Halterungen müssen extrem belastbar sein. Die Spediteure wollen jedes Risiko vermeiden. Schließlich ist der Transport fertig zur Abreise. 16 Tage ist der Zug nun schon unterwegs und wieder geht's raus aufs Meer. Von Sassnitz aus durchquert das Schiff die Ostsee in voller Länge und erreicht nach 2 Tagen und rund 1100 Kilometern den Hafen von Ust-Luga. Das Terminal Ust-Luga liegt etwa 180 Kilometer westlich von St. Petersburg. Günter Gauls und sein Team haben sich entschieden, hier an Land zu gehen und nicht in St. Petersburg, weil der Hafen hier meist eisfrei ist. Eine Route, die sich bezahlt macht, weil sich die Transporte auf diese Weise sicherer planen lassen. Hier auf russischem Boden übernimmt Chefplaner Gauls selbst die Verantwortung. Er ist mit dem bisherigen Ablauf hochzufrieden. Ein ganz tolles Projekt und es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man sieht, dass ein Transportkonzept, an dem man lange gearbeitet hat, was man theoretisch mitentworfen hat, mit vieler Technik, die wir in Deutschland einsetzen, dann am Ende sich als das richtige Konzept herausgestellt hat. Gauls und seine Kollegen nehmen ihr überdimensionales Schätzchen erstmal in Augenschein. Zunächst wird der Zug von all seinen Fesseln befreit, die ihn auf der Ostsee so brav gehalten haben. Für die Logistikplaner und den deutschen Hersteller ist das ein wichtiges Ereignis. Endlich erreicht der Zug unbeschädigt und nahezu ohne Verzögerung russischen Boden. Gratulation für eine gelungene Überfahrt. Doch noch fehlt das Wichtigste. Im Motor der beiden Triebwagen müssen vor dem ersten Einsatz alle Schrauben entfernt werden, die zur Transportsicherung eingesetzt wurden. Lieber noch mal nachzählen. Ja, das nicht vergessen wird, sonst die Kosten von Motor ist natürlich sehr höher. Es ist sehr hoch und wenn es eine Schraube vergessen wurde, dann ist die Motor muss dann ausgetauscht werden. Da er nun auf Schienen weiterfahren darf, wird der Zug endlich von der Kette gelassen. Bis hierhin hat der Mega-Umzug ohne Pannen geklappt. Aber bis die Waggons bei den Winterspielen in Sotschi rollen können, ist es noch ein weiter Weg. Das macht Auftraggeber und Spediteure ziemlich nervös. Wir haben einen sehr straffen Zeitplan. Der Zug muss fertig werden bis zur Olympiade. Die Olympiade wird wegen uns nicht verschoben. Und wir sind relativ weit von zu Hause. Die ganze Logistik, auch was wir sonst an Arbeitsmaterial brauchen, muss nach Russland reinkommen. Die Leute müssen hierher kommen.
Das ist einfach nicht so einfach, als wenn ich jetzt innerhalb von der EU arbeiten würde zum Beispiel. Eine gemeinsame Inspektion der wertvollen Fracht. Ist doch alles heil geblieben auf dem Transport? Immerhin stellen die Deutschen für einen Zug den Russen einen Kaufpreis von rund 11 Millionen Euro in Rechnung. Da sollte die wertvolle Fracht nun wirklich keine Kratzer oder Schäden aufweisen. Außerdem gibt es noch letzte, entscheidende Handgriffe zu erledigen. An dem Zug sind die Bremsen noch angelegt. In diesem Container ist die pneumatische Bremssteuerung. Und wir lösen jetzt da ein Ventil, dann geht die Luft aus den Bremszylindern ab und die Bremse ist offen und wir können den Zug verschieben. Ein russischer Güterzug rollt an, um seinen neuen deutschen Kollegen aus der Fähre zu ziehen. Auch dieses Manöver wurde vorher sorgsam geplant. Und so ist auf der gegenüberliegenden Seite im Rumpf der Fähre ein etwa gleich langer Güterzug geparkt. Beide Züge, zusammen über 500 Tonnen schwer, müssen das Deck jetzt synchron verlassen. Würde nur ein Zug ausfahren, bekäme die andere Seite der Fähre Übergewicht und könnte kentern. Die teure Fracht läge dann auf dem Grund der Ostsee. Wir sehen hier das Herausziehen von Eisenbahnwagen und einem Zug auf zwei Gleisen gleichzeitig. Hier auf Gleis 5, dem äußersten Gleis auf der einen Seite und Gleis 1 auf der anderen Seite. Das erfolgt gleichzeitig, damit das Schiff in seiner Stabilität nicht beeinträchtigt wird. Wenn sie nur auf einer Seite rausziehen würden, wäre die Stabilität des Schiffes nicht mehr gegeben. Wie jede eingeführte Ware muss auch eine Regionalbahn verzollt werden. In den nächsten Stunden werden russische Beamte die Lieferung bis ins Detail inspizieren. Gauls und seine Kollegen warten in der Zollstation auf eine weitere Prozedur. Hier Papierkram, aber er kann sich auf eine sehr kurze Abfertigungsdauer reduzieren, wenn die Vorbereitung entsprechend getroffen ist. Was die Abwicklung vielleicht etwas beschleunigt, Auftraggeber und Kunde ist die russische Bahn, also der Staat selbst. Da sollte sich der Formularkrieg doch ein bisschen geschmeidiger gestalten. Und tatsächlich beschränkt sich die Bürokratie in diesem Fall auf das notwendige Minimum. Von Ust-Luga aus wird der Zug nun über die passenden heimischen Gleise weiter in Richtung Osten fahren, nach Sankt Petersburg. Das Tor zum russischen Schienennetz öffnet sich. Für diese 1520 mm zwischen den Rädern wurde die Sonderanfertigung in Deutschland gebaut. Nun zieht eine Rangierlok den Zug in die Freiheit, sprich zum nächsten Bahnhof. Die folgende Etappe übernimmt von dort ein anderer Chauffeur. Eine russische Speziallok, die mit besonders sauberer Druckluft arbeitet. Alles andere könnte die Technik des neuen Zuges gefährden. Hier werden die Luftschläuche verbunden zwischen der Lokomotive und dem Zug, sodass der Zug pneumatisch gebremst überführt werden kann. Zusätzlich sehen wir im Moment hier eine Sicherungsstange, die angebracht wird, weil die Mittelpufferkupplung sich leicht bewegen kann. Und oben und unten sind Scheiben, die verhindern, dass eine gewisse Toleranzgrenze überschritten wird. Noch ein letzter Kontrollgang. Bald muss der Chefplaner Abschied nehmen von seinem Zug. Jetzt befinden wir uns in Luskaja vor Abfahrt nach Petersburg. So kommt der Zug an. Er ist schön alles verpackt. Der Boden ist geschützt, die Sitze sind geschützt, die Türen sind abgeklebt, damit der Zug auch schadensfrei ohne irgendwelche Schäden übergeben werden kann. Ja.
Rund 8 Stunden wird die Reise dauern. Ganz schön lang für bloß 180 Kilometer. Doch der reguläre Zugverkehr hat Vorrang. Trotzdem, diese letzte Etappe wird für Günter Gauls zu einem besonderen Erlebnis. Denn es ist bereits später Abend. Doch es wird nicht dunkel. Das ist doch schön. Wir haben es jetzt 11:30 in der Nacht und es ist taghell. Man erlebt also live die weißen Nächte von St. Petersburg. Das berühmte Phänomen ereignet sich alljährlich zwischen Anfang Juni und Mitte Juli und taucht die ohnehin faszinierende Metropole in einen eigenartigen Zauber. Wegen der Lage St. Petersburgs auf dem 60. Breitengrad verschwindet die Sonne in diesen Nächten nie ganz. Eine unwirkliche, aber auch feierliche Atmosphäre liegt über der Stadt. Genau die richtige Stimmung für das gelungene Finale dieses Projekts. 21 Tage nach der Abfahrt aus dem Krefelder Werk. Eine Reise, die weitgehend so ablief, wie Günter Gauls sich das so vorgestellt hatte. Das ist der Endpunkt unserer Reise. Das ist der Bestimmungsort unseres Transportauftrages. Das ist der Übergabeort der Züge, die Siemens an die russische Eisenbahn RGD ausliefert. Und hier ist unsere Mission nun erfolgreich zum Ende gekommen. Diese Strecke hat Günter Gauls ausgetüftelt. Nicht unbedingt der kürzeste Weg von A nach B, aber der sicherste. Kaum ein Verkehrsmittel, das nicht genutzt wurde. Von Krefeld aus führte die Reise rund 2600 Kilometer über Amsterdam, Sassnitz und Ust-Luga nach St. Petersburg. Von hier aus rollen die Züge nach Sotschi weiter. Bei den Olympischen Winterspielen pendeln sie zwischen den Sportstätten an der Schwarzmeerküste und der Bergregion auf einer eigens für das Großereignis angelegten Trasse. Die neue Bahn transportiert Besucher in Nah- und Regionalverkehrszügen Made in Germany. Sie sind speziell auf russische Temperaturen ausgelegt und können noch bis minus 40 Grad problemlos fahren. Drei Wochen haben die Logistiker benötigt, um einen von 38 Zügen von Deutschland nach Russland zu bringen. Ein gewaltiger Aufwand. Verbunden mit einer abenteuerlichen Reise nach Russland.